So, wir sind wieder im Let's Play und gleichzeitig auch live bei Twitch. Wo war ich denn hier? In Meridian. Ach, da war wieder so ein paar Nebenmissionen, hatte ich abgegriffen. Finde Ulia. Ach, das waren diese Gangster, diese Verbrecher, die ich jagen sollte. Aber das machen wir ein anderes Mal. Auch wenn die teilweise recht nah sind. Wir werden uns jetzt erstmal in eine Story-Mission begeben. Lass mal kurz gucken. Das ist die LC. Da, zum Grabhort. Wo diese alte Riesenmaschine auch ruht. Komme ich gleich nochmal drauf. Sprechen. Ja, Auto ist brav, mach mal Regen, jetzt bist du vielleicht auch wieder sauber. Ja, da sagst du was. Meins sieht auch furchtbar aus. Das müsste längst mal wieder in eine Waschanlage. Habe ich aber auch kein Geld für, ehrlich gesagt. Ah, wir nehmen unterwegs die Blume noch mit. Ah, nee, da ist schon wieder so ein. Ist das Grauhabicht oder Sturmvogel? Ich kann das nie erkennen. Das glaube ich. Grauhabicht, ne? Werden wir gleich erfahren. Wir reisen jetzt erstmal hier rüber. Ach, vielleicht gucke ich mal ganz kurz, was mein Inventar sagt. Was haben wir denn so an? Vier Tränke ist ein bisschen wenig. Jetzt haben wir sechs. Ich weiß leider nicht mehr genau, was uns da oben erwartete. Mein Sound ein bisschen runter drin, ist ein bisschen laut gleich im Stream. Ich brauche Rattenknochen und fettes Fleisch. Und ich brauche immer noch so Waschbärhaut, ne? Ja, ist klar. Gebt ihr mir ja sowieso nicht, ihr Schweine. Lasst mich doch in Ruhe. Brauchen unbedingt noch einen Fähigkeitspunkt. Okay. Ach nee, Map. Obscura. Machst du nicht gleich zu Beginn dir schon wieder so schwer? Okay, wie viele Schnellreisepakete ich habe, zeigt er mir auch nicht an. Spiel buggt direkt mal ein bisschen rum. Macht ja Hoffnung. Dann ist ja alles gut. Muss man nachher noch was kochen, unbedingt für die kommenden 2 Tage. Gute Güte, Entschuldigung. So, hallo Herr Händler, verticken wir irgendwas Schönes? Oh, ich wollte mich nicht ducken. Vielleicht vertickt der schöne Heiltränke. Kann ich auch mal gebrauchen. Ah, es kostet mich aber Drähte. Ich nehme mal hier. Genesungstrank mit. Der heilt ein bisschen mehr. Wahrscheinlich noch gebrauchen. Ja, ey, Leute, das kannst du gebrauchen. Deswegen haben wir es gekauft. Du Holzkopf. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, alles klar. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ich sehe, dass mein Medizinbeutel nicht voll ist. Wie finden wir das? Beschissen, um es mal sachlich auszudrücken. Mein Rohstoffbeutel ist voll. Warum ist das wohl so? Weil ich wieder so viel Scheiß mit mir rumschleppe. Kommen wir sowieso alles zügig wieder.
das auch. Was ist denn das? Mumpitz ist das. Weg damit. Wir stehen aber kurz davor, eine neue Erfahrungsstufe zu bekommen. Das ist ja schön. Vielleicht kriegen wir die da oben im Grabhort. Ich weiß ja gerade echt nicht mehr beim besten Willen, was da los war. Ich hoffe nicht wieder so ein Gemetzel, sondern mehr nur laufen und klettern wie beim letzten Mal. Als Pazifist ist mir jetzt hier nicht nach einer Keilerei. Ein Stürmer. Ich soll an den vorbei. Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Hey Leute, redest du mit der Pflanze? Boah, mein PC hebt gleich ab. Oder ist das die PlayStation? Nee, es ist die PlayStation. Nicht wundern, wenn gleich das Spiel abstürzt oder so. Die PlayStation, ja, fliegt gleich offensichtlich von dannen. Warum auch immer. Boah, die Probleme. Ach was? Was heißt denn hier ach was? Meinst du, weil ich Pazifist bin? Na schön. Oh, was seid ihr denn für Knirsche? Wo kommt die denn her? Gott noch. Die Banditen oder was der Geier wird? Warum machen die so viel Schaden? Boah, meine Güte. Nicht beim Zocken? Hallo? Dann erst recht. So viel zum Thema, ich komme heil da oben jetzt irgendwie an oder so, ne? Solche Schwachköpfe von Banditen rumgeistern. Da oben sind schon irgendwelche Maschinen. Da ist die Metallblume, die nehmen wir erstmal mit. Dankeschön. Ja, grau habe ich da, natürlich. Drecksviecher, richtige Drecksviecher. Hat er mich schon gesehen oder was ist los? Ne, noch nicht. Ist hier hohes Gras zum Verstecken? Nö, auch nicht. So. Das da oben, die Maschine, die wurde in der letzten Story-Mission mal angesprochen. Konnte sich bewegen, Maschinen transportieren und sogar selber herstellen. Ich weiß den Namen leider nicht mehr von diesem Klotz. Ach, die haben die, glaube ich, immer nur Maschinenteufel genannt, ne? Oder irgendwie so. Ja, ihr Spaßvögel, wie komme ich denn jetzt da durch? Da ist hohes Gras. Ich will mich nicht mit euch prügeln. Ihr seid nämlich doof. Ich muss sogar mal überlegen, wo muss ich lang? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Hier geht irgendwie der Weg rauf. Sind die denn jetzt? Ich möchte gerade nicht, dass die über mich hinweg kreisen. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Händler? Hier in der Nähe? Irgendwie direkt neben... Ach, da! Hey, guck mal.
Ich kann dort keine Fokusse feststellen. Das solltest du wohl allein regeln können. Nur zu. Danke. Allein. Na gut. Silence wieder nett. Beobachtet uns wieder. Statt hier mal selber irgendwie was zu tun. Was wollen denn diese Honks jetzt hier? Was haben wir denn? 3 Clipsöldner. Einen verdorbenen Wächter. Den krallen wir uns mal zuerst. Na komm, mein Kleiner! So. Das war der erste Streich. Halt! Was war das? Das war eine Aloy. Aber warum hat er da oben das jetzt auch mitbekommen? Ach scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Der will nicht jetzt sehen, wie ich den anderen, den einen hier umlege. Da ist etwas! Etwas? Ich bin doch nicht etwas. Hat er mich gerade mit einer Mine oder sowas beworfen? Sag mal. Okay, das lief jetzt schon mal gleich zu Beginn nicht ganz so, wie er hofft. Hier können wir jetzt ein paar Tränke rausrücken hier. Kragen. Noch mehr Eclipse. Aktuell nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass mich die Grau habe ich sie da nicht bemerken. Die Musik läuft komischerweise auch immer noch. Sieht das nur so aus oder kann man hier raufklettern? Nein, ich glaube, das sieht nur so aus. Der Grabort. Im Schatten eines Metallteufels. Super. Der wird uns schon nichts tun. Der sieht recht festgefroren aus. Hoffen wir zumindest. Da oben bewegt sich aber schon mal wieder irgendwas. Super! Das heißt, der bewegt sich nicht zwangsläufig was. Es leuchtet aber irgendwas. Was soll da runter? Was ist denn da oben? Wobei, das ist dann wahrscheinlich einfach, wenn man hier zum DLC möchte, ne, dass man da weitergeht. Das geht ganz schön schnell. Warum haben die mir die nicht vorher angezeigt? Kann man das mal erklären? Hier denn mal am besten verstecken. Okay, der Portal probiert da immer von rechts nach links. Drinnen sind sie auch. Ja, die sind halt doof, ey Leute, was soll man machen? Ich aber sonst keine, bis auf die beiden und den Wächter. Gucken wir den mal gleich am besten. Yeah.
Okay. Eingefroren im Eis und in der Zeit. Das klang nach ziemlichem Krieg, den die da geführt haben. Natürlich schwierig, jetzt beide wegzubekommen. Das brauche ich. Ich meine, einen wegzubekommen, ohne dass der andere das merkt. Oh mein Gott. Heute ist wieder schwierig. So, ich krieg's heute wieder nicht gebacken. Ich kann mich auch nirgendwo verstecken, wie man zu locken, ne? Ja, ich wusste nicht, dass das ja beide gehört. Enduring Victory. Was bedeutet das? Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Da! Ich hab was in... Das war's. So nicht. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. So. Was? Operation Enduring Victory. Ja, genau. Was haben wir denn hier? Kriegst du alles mit, Silence? Silence? Silence kriegt offenbar nichts mehr mit. Gibt ein Jana Mirz. Na, das ist ja heute wirklich ein schöner, andauernder Sieg. Kontakt in 30 Sekunden. Hey, ob Sovek Zero Dawn in der Zeit durchziehen kann? Was das jetzt, echt? Ich muss sagen, es war eine Ehre, neben diesen Panzern zu dienen. Er kommt. Bereit machen zum Kontakt. Silence, hörst du das? Was denn? All diese Soldaten. Sie sind hier gestorben. Gestorben wird dauernd. Geh weiter und such etwas Interessantes. Ja, Silence nicht so der Mitfühlsame. Andererseits ist es auch schon 1000 Jahre her. Und offensichtlich ja für Zero Dawn gestorben. Ne? Das müssen wir jetzt noch hier mal weiter ergründen. Meine Katze schreit wieder, was sie hat, weiß ich wieder nicht. Was ist los, mein Schatz? Hm? Mäuschen. Ist angenehmer auf dem Balkon jetzt, ne? Ja, nicht mehr so heiß, sagt Katze. Es gibt mir schon wieder zu viele Wege. Vorwärts, rückwärts. Werde ich wahrscheinlich nicht überleben, wenn ich versuche, dann in ihn zu kommen. Wa? Kann mich aber zur Kante fallen lassen. Aber nicht. Aloy? Okay, kann man auch so machen. Nicht geplant, aber in Ordnung. Ich will mit Metall Kühlsaft 6 Dreht. Oh, herrlich. Und Heiltränke. Nehmen wir. Gut, dann. Aua, spring doch nicht auf den Felsen, ey, Leute.
draußen wohl geschlafen? So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. 3 Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn, als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Gott. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Ich weiß nicht. Klingt alles nicht so geil, wenn ich das mal so sagen darf. Protokoll 3. Kampf California Marine. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an. Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die ersten Bots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Das brachte uns 1 oder 2 erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen, setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien war ich zuletzt mit 5, 6. Ein Licht wie der Social-Net-Nostalgie-Filter, den es in den 40ern gab. Bitte. Gerade etwas sehr verdächtig still in der Küche. Ich will gar nicht wissen, was sie wieder für, ob sie doch wieder einen neuen Unsinn gefunden hat, den sie machen kann.